Hallihallo Leute und ja, zurück bei Let's Play Resident Evil Revelations. Hier wieder zurück bei dem Irrgarten von Laserstrahlen. Wir müssen, ich geh jetzt einfach mal blindwegs rein. Vielleicht auch nicht. Können wir nicht mitnehmen, sind voll. Toll. Das würde dir nicht aufstehen oder so. Dann deaktivieren wir erstmal alles. Oder? Nee, wisst nicht. Au. Hätte ja sein können. Dann schalten wir nochmal aus. Vielleicht geht's jetzt. Toll. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Vielleicht hilft ein bisschen mehr Gewalt. Auch nicht. Toll, wie kommen wir jetzt weg hier? Wir müssen da runter. Hier ist zu. Warte, ist sie hier richtig? Ja. Kann ich ja das Kraut mal benutzen. Immerhin. Ist ja schön. Ach, wir haben jetzt nur einen Teil freigeschaltet. Und da kommen wir immer noch nicht rüber. Oh, nee. Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Wer weiß, was für BOWs noch kommen. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Vieh? Ich will da gar nicht hin. Hä? Oh, nee. Sag mal nicht, das sind wieder... Ach nee, das sind ja normale. Komm, die kriege ich doch. Alter, meine Maus hackt ein bisschen nach. Kein Problem. Dann halt nicht. Ist auch egal. Boah, Mist. Hat er überlebt, der Bastard? Danke. Kümmere dich nicht um mich. Ich bin nur die Verpflegung. Hier unten, hier unten. Alter. Wie kann ich den, Boah, der Typ ist so scheiße mit seinem Kackschild. Hier, nimm. Komm weg da. Verschwinde. Ich will dich nicht sehen. Au. Weg hier, weg hier, weg hier. Danke. Ins Gesicht. Danke. Mist, jetzt muss ich natürlich nachladen. Kommt der überhaupt hier hoch? Ach du Scheiße, natürlich sind zwei von denen. Okay, wir haben leichte Probleme. Kriegen wir schon hin, hoffe ich mal. Impulsgranate, MG-Munition, ein illegales Zubehör. Kommt der hier hoch? Ich hoffe nicht. Oder doch? Danke. Ah, ein Mist, der dürft beiden Seiten. Ich denke, wir... Oh, nee. Ist doch nicht dein Ernst. Was für eine Art... Ah, da ist... Da ist natürlich so ein... fucking Bandkreis wieder. Nee, so ein Fingerabdruck. Komm, hoch, 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 hoch. Ich dachte, ich würde schneller nachladen. Dem war nicht so. Nimm. Hier eine Granate. Einer weniger. Boah, Alter, habe ich den zerfleischt gerade. Ach du Heilige. Ach, der lebt auch noch. Was für ein... Der lebt immer noch. Ich weiß nicht genau, was der vorhat hier. Oder was auch immer das hier ist. Ich gehe einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass er mich einfach da liegen lässt und so. Ach, ich don't give a shit. Kann ich dem Typen überhaupt irgendwie... Jetzt habe ich ihn aber.
Oder? Endlich. Ah, Mist. Wäre ich ein bisschen schneller, aber nee. Okay. Sie mutieren also nochmal. Da draußen fliegt irgendwas. Ein illegales Zubehör in der Luft. Ich dachte doch, ich sehe da was. Schaut sich einer das an. Hier, da. Okay, nun gut. Wir haben ein bisschen Munition von der Schrotflinte verloren. Vielleicht hätten wir es auch nicht töten müssen, sondern einfach Finger abscannen. Obwohl, das geht lange. Ich bin... Ja, ja, geht schon. Haben wir eine neue Mutation gesehen. Ist ja auch nicht schlecht. Bin ich hier richtig jetzt? Ja. Pistolenmunition, MG-Munition, Magnum-Munition, alles in Ordnung. Ein Gerät für Impfungen, brauchen wir bestimmt noch. Eine Karte vom Labor. Und jetzt? Und jetzt? Alles hier? Kann ich jetzt da noch einen Arm reinstecken oder so? Nee. Nutz mal ein Kraut, einfach damit wir ein bisschen besser sehen hier. Naja, das war's anscheinend. Gehen wir raus. Ne, warte, da war noch was. Da war ja noch was. Da links war noch ein Einschaltknopf. So. Jetzt ist das aber weg, hoffe ich. Wir können jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Gott sei Dank haben wir die hier erledigt. Ach du Scheiße. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Das da draußen ist alles infiziert. Das heißt, wenn wir damit in Berührung kommen, dann war's das mit uns. Schnell hier hoch. Toll. Autsch, ich bin auch selten dämlich. Ich meine, das war natürlich alles Absicht. Okay. Infektionsprotokoll von Ryan. Ich schaue jetzt das mal kurz an. Okay. Das sind jetzt viele Seiten. Ich kann das nicht alles lesen oder so. Impfstoff-Prototyp aufgenommen. Okay. Chris, du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Ein Impfstoff. Morgan Lansdale von der FBC steckt hinter den Terraregia-Angriffen. Davon hat Raymond also gesprochen. Scheint so. Ich habe bisher nur Indizienbeweise. Nichts, um ihn festzunageln. Ja, jetzt kommt uns was, irgendwas in die Quere. Meine Hunde nerven gerade im Hintergrund. Ich hoffe, das stört euch nicht im... Da, ich denke mal, das ist leise, hoffe ich. Einfach weiter. Speichern. Hier der Impfstoff. Rein damit. Eingesetzt. Au. Ich dachte jetzt, das wird das Wasser irgendwie retten oder so. Nein. Okay, wir sind jetzt geimpft. So schnell kann es gehen. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Wieder rausgehen? Kommen ja nicht vom Fleck hier. Vielleicht müssen wir die Laser wieder abschalten. Das wäre nicht so eine schlechte... Oder auch nicht. Wir gehen jetzt raus und sterben. Wir können ja jetzt in der Brühe schwimmen. Freue ich mich schon. Ja. Wenn ich hier, dann auf der anderen Seite. Schnell weg hier, schnell weg hier. Und jetzt? Wir wurden jetzt geimpft. Okay. Soweit kann ich ja die ganze Sache verstehen. Und jetzt? Was machen wir? Ach, das ist wieder den Kack. Das hier benutzen? Nein. Hä? Wir können nur zurück. Wir müssen irgendwas ausschalten oder deaktivieren.
Nun denn, ich habe keine Ahnung, was genau. Aber, naja, irgendwas wird da schon. Es muss ja hier drin sein. Irgendwo. Ich meine, es gibt keine anderen Ausgänge. Oder? Hä? Was muss ich jetzt tun? Keine Reaktion. Ich kann hier nichts tun. Erstmal ein Graukombi. Kackrot kann man nicht sehen. Gut. Hier ist wirklich nichts. Nope. Dann gehen wir nochmal raus. Okay. Scheiß Konsole, komm. Ach, ich bin doch so ein Idiot. Daten-Download. Bitte warten. Ja, ist gut. Ich setze mich erstmal hin und denke über meine Fehler nach. Hock mich in die Ecke. Da kommt was rein. Beendet. Danke. Ich nehme mal die, ja, den Code mit. Können wir jetzt nichts mehr? Ja, und zurück zu Chris. Okay. Oh yeah, Giftbrühe. Da freut man sich doch. Jill! Jill, komm! Hörst du mich? Antworte, verdammt! Nein, da draußen war ja noch. Das ist ein Notfall. Komm sofort her. Ich muss da noch rausgehen. Ah, ich bin doch. Alter. Kann man so failen eigentlich? Okay. Ich bin tot. Gib mir schon mal eine schlechte Wertung. Nebenbei, dass ich tot bin, natürlich. Versuchen wir es nochmal ein bisschen schneller. Vielleicht kriegen wir dieses Gear-Ausrüstungszeug da. Es muss ja da eigentlich noch im Kanal drin sein. Passwort suchen, Alter. Hier. Nimm. Download. Download. Bitte warten. Danke, ich lade erstmal nach. Oder auch nicht, weil alles voll ist. Okay. Beendet. Hallo? Kann die Tür nicht mehr öffnen? Seltsam. Muss ich erst da hinten stehen? Ach, natürlich. Ach, wie schön. Ich schwimme hier an. Hä? Was? Was? Hä? Ich. Was? Ja, Insta-Death. Ich dachte, ich wäre geimpft, bin ich aber nicht. Ich bin einfach tot. Okay, ist gut. Bevor sie ein Virus im Wasser verteilen kann. Hä? Habe ich doch. Ich war ja geimpft. Oder hat es den letzten Speicherpunkt noch vor der Impfung? Kann ja gar nicht sein. Ich aber... Doch, könnte schon. Wäre nur sehr bescheuert einfach. Wow. Wow. Das passiert also, wenn man in der Blöre schwimmt und stirbt instant. Ich dachte, weil ich schon ein bisschen angeschlagen wäre, aber das kann ja nicht sein, weil es wäre ja bescheuert. Daten Download. Bitte warten. So. Bisschen Blut befleckt, aber das macht ja nichts. Download beendet. Danke. Wir nehmen mal den Code mit. Und sagen Hallo zu unseren neuen Freunden. Wehe, wir sterben gleich wieder instant. Okay. Jill! Jill, komm! Hörst du mich? Antworte, verdammt! Mist. Das ist ein Notfall. Komm sofort her! Okay, zu Chris gehen. Wir schwimmen erstmal oben rüber. Eiskalt. Hä?
Hier. Durch den Wassereinbruch beschädigt. Und jetzt? Ach, da hinten ist die... Da, okay. Ach, du heilige Scheiße. Nein, 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 wir wollen da nicht rein. Ich wollte eigentlich ja nur mal hier hoch, aber... Doch, es geht. Denn hier hinten müsste ja noch eigentlich ein Zubehör sein. Solange wir noch atmen können, ist ja die Sache schön und gut. Es wird ein bisschen ernst. Alter. Alles okay? Ich war nur ein bisschen. Ja, vorerst. Ich tauche mal ein bisschen ab. Ich bade mal ein bisschen im schönen Wasser. Da ist es. Ja. Okay. Genug gebadet. Da haben wir den Ausgang. Das Vieh muss ja auch irgendwo noch sein. So, du solltest mich jetzt besser nicht berühren. Oder küssen, oder... Ich hab jetzt den Code. Andere Dinge. Gut. Neutralisieren wir den Virus. Ist gut. Mach mal kurz. Passwort verwendet. Autorisation bestätigt. Starte Virus-Neutralisierungsprogramm. Gute Arbeit, BSA. Eure Aktivitäten waren erhellt. Morgan Lansdale. Ich wusste, dass O'Brien und sein Schuss und Raymond in meinen Sachen rumschnüffeln. Mit euch hatte ich allerdings nicht gerechnet. Das war mein einziger Fehler. Du warst es also, beim Angriff auf Terra Grigia. Jill, pass auf! Meine Fehler werden wohl wieder gut gemacht. Ihr seid blinde Passagiere auf der Zenobia. Und ich werde euch jetzt beim Sterben zusehen. Mist, ich habe aus Versehen ein falsches... wollte eigentlich kein Kraut verwenden. Sondern eigentlich wollte ich wirklich nur die BOW-Granaten haben. Danke. Keine Sorge, ich helfe dir. Ah. Ja, Mist. Dachte, der wäre tot. Oder ein Tötungsgrund. Muss mal wieder ein bisschen näher ans Mikro, merke ich gerade. Alter, der Schaden, der ja. Hä? Ah. Keine Sorge. Ins Gesicht. Ach, da oben ist einer. Den holst du schon. Ich überlasse ihn mal dir. So, jetzt aber. Das alles scannen wäre jetzt ein bisschen öde. Ich war's nicht. Ich bin unschuldig. Danke. Nimm. Nimm die ganzen Munition. Cool, ins Gesicht. So. Wo kam der jetzt her? Ach, da hinten ist einer. Alter, nee, nicht so einer. Der hat mir gerade noch gefehlt hier. Der noch eine. Kugeln. Jetzt haben wir ihn. Runter hier, runter hier. Ah. Hallo. Ach, der lebt noch. Da hinten müsste noch einer stehen. Ach, den lassen wir. Einfach. Ach, Alter. Okay, wir haben leichte Schwierigkeiten. Aber nur leicht. Ach, du Scheiße. Oh, schön. Wir haben sein Unterteil vernichtet. Hau drauf, solange es noch geht. Oh yeah. Rein damit. Ich verstehe nicht genau, was sie jetzt da unten noch wollen, aber... Hey, cool. Ich kümmere mich mal um den da hinten. Der geht mir ein bisschen auf den Sack.
Klapp mal kurz nach. Komm, ja, beweg dich noch ein bisschen. Na, endlich. Und hier da unten? Schön Spaß im Leben. Langsam ist aber gut. Ich habe keine Lust auf euch. Ich könnte eigentlich die jetzt so einfach scannen. Wieso mache ich das nicht? Haben wir's. Sollte vielleicht mal hier runter. Okay. Ach, doch gerade. Er lebt ja noch. Au. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Puh. Virusneutralisierung beendet. Nie und nimmer. Das hätte ich mir denken können. Ihr habt ja schließlich Umbrella gestürzt. Aber eure Tage des Räuber- und Gendarmenspielens sind vorbei. Ich hoffe, ihr begreift den Ernst der Situation und warum ich persönlich erscheine. Ich habe eine große Schwäche. Viele Dinge machen mir Angst. Auch Kleinigkeiten. Ich muss jede Unvollkommenheit ausbügeln. Die BSAA, mein lieber Direktor O'Brien, eure ganze Organisation, ihr macht nichts als Ärger. Ihr habt doch nicht etwa erwartet, dass ich euch ungestört herumschnüffeln lasse? Macht euch doch nichts vor. Ihr seht mal, euer Schicksal liegt in meinen Händen. Was zum... Die Queen Zenobia. Was für ein Bastard. Und wir haben ziemlich lang gebraucht. Auch vielleicht, weil ich ein bisschen gefehlt habe mit der Konsole. Wir haben wahrscheinlich auch eine ganz schlechte Wertung von den Toten her. Ah. Die Queen Zenobia-Errungenschaft immerhin. Ja, ich sage jetzt mal nichts dazu. Kein Ausweg, Ende. Episode 9. Die nächste 9.3 haben wir noch. Oh. Raubzugsmodus freigeschaltet. Cool. Muss ich auch mal spielen. Wäre auch noch was. Erstmal sehen, was ich alles sonst noch tue. Erstmal abspeichern. Dann denke ich mal, ich mache für heute wieder eine Aufnahmepause. Sind es auch wieder 3-4 Folgen gewesen, die ich ja am Stück aufgenommen habe. Wir speichern jetzt mal am Anfang hier. Ja. Müsste ja jetzt eigentlich Episode 9 immer noch stimmen. Nee. Schon Episode 10? Waren nur 2? Naja, egal. Dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Part von Let's Play Resident Evil Revelations. Ich bin gespannt. Bis dann. Zombies just wanna be loved. Schauen wir mal, was hier ist. Okay, aufpassen. Oh, da ist nur ein Inselbewohner. Ein Übergewichtiger. Ja, McDonald's war in der Nähe. Ja, der war schon ein bisschen hart.